Phil Laude. Heute machen wir den Beziehungstest. Heute machen wir die Couple Challenge. Heute machen wir Schluss. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Heute kommen wir wieder zusammen. Leute, ich wollte euch nur mal sagen, wie sehr ich diese Frau liebe. Ich liebe dich so sehr. So happy. Fuck, Alter, du bist... Was war denn das? Ja, kannst du mich mal bitte von meiner guten Seite... Es ist auf meinem Account. Du sollst dich da nicht so in den Vordergrund drängen. Habe ich dir 10.000 Mal schon gesagt. Das ist unser Account, wir haben einen Partner-Account. Phil kocht heute wieder für mich. Und es ist wirklich so schön, in einer progressiven Beziehung zu sein. Ist okay, Schatz. Fertig? Ja. Okay. Beeil dich ein bisschen, ich will nach ihr Bad schauen. Leute, wir haben uns ein Haus gekauft. Und wir wollen, dass ihr die ersten 1 Million Menschen seid, die es sehen. Und wir haben ganz viele tolle Einbauschränke. So viele tolle Einbauschränke. Was meinst du, wo reisen wir am besten hin, dass die Leute sehen, dass wir ein exotisches Travel-Couple sind? Antalya Beach Club oder Kreta Beach Club? Das ist jetzt wirklich kein Product Placement, das ist unsere echte Meinung. Und mit unserem Code COUPLEGOALS50 bekommt ihr 50% Rabatt. Auf den doppelten Preis, nur 160 Euro für den Tee. Nächstes Produkt. Das ist jetzt wirklich kein Product Placement, das ist unsere echte Meinung. Oh nee, da sehe ich nicht gut aus, nochmal. Ich habe 640 Liegestützen gemacht, ich kann nicht mehr. Nochmal. Oh. Mann, ey. Da sehe ich einmal gut aus und du verkackst es. Ich habe das Gefühl, die Beziehung ist toxisch. Okay, also du sagst das mit der Neuigkeit und ich sag das mit dem Familienzuwachs, okay? Und dann sagen wir das zusammen. Dem, ja, okay. Endlich können wir es euch sagen. Wir bekommen Familienzuwachs. Wir adoptieren einen Hundewelpen. Schatz, kannst du kurz ein Foto von meinem Booty machen? Wieso schreibst du denn mit 150 Männern? Aber Schatz, wir sind doch ein Insta-Couple. Wir schreiben mit 150 Männern. Nee. Ja, als ob du immer treu bist. Ja, schon, eigentlich. Ja, ich auch. Kannst du jetzt das Foto machen, bitte? Leute, I said yes! Warst du wieder beim Kaugummi-Automaten? Scheiße, die Likes werden immer weniger. Ich glaube, es wird Zeit für ein Baby. Sieht das echt aus? Leute, wir sind schwanger! Hast du da wieder ein Kissen reingesteckt? Nee, diesmal bin ich wirklich schwanger. Aber wir hatten gar keinen Sex. Das Kind ist von Gott. Nice! Leute, wir sind schwanger! Wer ist dieser Gott? Na, Gottfried aus dem 5. Da ist er, unser Ein und Alles. Ey, das fällt doch voll auf. Als ob, das sind Leute, die einem Insta-Couple folgen. Ja, hast recht. Wie sollen wir ihn eigentlich nennen? Wie wär's mit Werner? Nee, geh weiter. Besser ist es. Okay, komm, Werner, wir gehen. Noch ein Problem. Heute drehen wir ein neues TikTok-Tanzvideo. Jetzt reiß dich bitte mal zusammen, konzentrier dich, okay? Mhm. Oh. Sorry. Mach doch den Countdown. Ja, jetzt. Mann. So. So schwer, mal Spaß zu haben. Lachen, okay? Ja. Willst du es vielleicht noch mal machen in gut? Ja, wenn du einfach mal den Tanz ordentlich lernen würdest. Ja, ja, nur wenn du es halt nicht so scheiße machen würdest, dann würde es mir halt auch einfacher Alter, fallen. Hast du dir mal deine Körperspannung angeschaut? Ja, hast du dir mal... Hey, wieso folgst du eigentlich so vielen Typen, die fast so aussehen wie ich? Tu ich? Willst du mich ersetzen, falls wir Schluss machen, oder was? Nee. Hey, ich bin ein wichtiger Teil von unserem Account. Das merken doch die Follower. Ja, also ich hatte den Partner-Account schon vor dir. Was? Was? Wir machen heute ein Candlelight-Dinner. Mein Schatz stand den ganzen Tag in der Küche und hat ganz leckeres Essen vorbereitet. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Oh ja. Fertig? Gut, dann hau ich jetzt die Pizza rein. Hä, wann waren wir da? Na, letztes Jahr, du Dummi. Nein. Das ist überhaupt nicht meine Hand. Und das ist überhaupt nicht unser Profil. Hast du mehrere Partnerprofile? Nein. Du führst ein Fake-Doppelleben in unserem Fake-Doppelleben? Ich bin enttäuscht. Mimi.
süßen kleinen Prank. Was ist los? Ich mach Schluss. Was? Ja, so geht's nicht weiter. Du bist zu hässlich. Du weißt doch genau, dass ich damit ein Problem habe. Prank, da ist die Kamera! Ach, so. Ja, Prank, aber dein Hund ist tot. Wieder Prank? Nee, der ist wirklich tot. Und ich mach Schluss. Prank! Also mit dem Schluss machen. Der Hund ist tot. Ich mach Schluss. Dein Hund hätt's lustig gefunden. Hey, du kannst jetzt nicht einfach Schluss machen. Wir haben noch Kooperationsverträge. Fuck. Bitte like dieses Video. Ich glaube, bei 50.000 Likes überlegt sie sich's nochmal. Sketch ist auch vorbei. Abonniert Phil Laude. Alter, das war richtig gut, der Tag. Ich glaube, den nehmen wir. Hier erfahrt ihr, wie ihr Fakes von der Realität unterscheiden könnt. Und hier gibt es noch ein Video von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschö mit Ö.